Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate und ja, ich bin noch auf Ivy, denn ihr seht es, im Zug versteckt darf ich gar nicht auf Jacob wechseln, das geht nicht. Deswegen einfach mal. Aber Nigel war zu betrunken, um zu fliehen. Praktisch. Das ist unpraktisch. Der Big Ben macht Bang. Und wir haben unser Ziel auf der Karte. Wo muss ich denn hin? Wo wollen sie ihm den Mord anhängen? Ich fahre hier gerade jedenfalls über die Themse. Na? Ach du Scheiße. Mitten in den Strands. Das ist mal ein Stück weiter weg. Vor allem, da habe ich die ganzen Schnellreisepunkte da in der Nähe, habe ich noch nicht. Das heißt, ja, ich würde sagen, ich steige dann mal aus, suche mir eine Kutsche und wir schauen, wie wir da rüberkommen. So, aussteigen tun wir am besten mal, ich würde sagen, so. Meter ist echt ein ganz schönes Stückchen. So, ich suche mir da auf jeden Fall eine Kutsche, weil das fahre ich nicht selber. Oh, du bist doch, ihr seid doch welche von meinen, oder? Komm mal, ich fahre mal mit. Ich habe gerade eine Illustration gesehen. Hier ist das. Na, machen wir gerade dicht. So. Ja, wenn ich mal fahre, ne? Gutes Mädchen. Braves Mädchen, genau. Feines Mädchen. Lauf, Mädchen. Das dürfte jetzt jedenfalls die schnellste Möglichkeit sein, da näher zu kommen. Weiter so. An Templer und Gang verstecken vorbei. Vielleicht decken wir bei der Gelegenheit noch ein paar Flaschenillustrationen und ähnliches auf. Können wir brauchen für später zum Einsammeln. Macht's einfacher. Komm schon! Ja. Da haben wir es noch. 1000 sind es noch. Ein Drittel haben wir also geschafft. Ja, Leute, das tut mir leid, aber ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in Rechtsverkehr gewohnt, ne? Also, ich komm, ihr habt auf der Seite mehr Platz. Hier wird's eng. Meter. Ein Glitch über der Straße wahrscheinlich. 500 Meter. Sind das hier eigentlich Meter oder Yards, wenn wir hier in London sind? Das ist auch eine gute Frage, ne? Oh. Ja, mein Navi hat mir gesagt, ich soll da reinfahren. Tut mir leid. Ach, ich steig mal hier aus kurz. Weil ich habe nämlich gesehen, komm, wir schalten uns hier mal kurz so einen Aussichtspunkt frei, dass wir die Schnellreise demnächst nutzen können, wenn wir mal wieder aus welchen Gründen auch immer hier hin müssen. Und wenn ich dann schon so direkt an einem Aussichtspunkt vorbeikomme, dann nehme ich den auch mit. Hep. So, komm. Schalt mal frei, Ivy. Hübsch hier. Und noch so viel zu tun. So viel noch zu tun, aber hey, ein Stadtteil nach dem anderen, ne? Mal davon abgesehen, dass, wo bin ich hier? Das Strand eigentlich etwas ist,
steht denn hier das empfohlene Level? Da steht empfohlenes Level 8 bei den Dingern. Ah, hier ist das Strand, empfohlenes Level 8, da oben steht's. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier sind. Allerdings, komm, ich wollte den gerade mal freischalten, weil es einfach, weil es geht. So. Wie weit haben wir es noch? 500 Meter querfeld ein. Dann laufe ich erstmal los. Habe ich eigentlich wieder meine Gift... Habe ich Giftpfeile wieder? Nein. Dann gehe ich mal kurz hier zu diesem netten... zu diesem netten Verkäufer. Da hätte ich nämlich gern wieder welche von. Und scheiße, sind die teuer. Also muss ich mit denen ein bisschen sparsamer umgehen lernen, weil die sind teuer oder halt vor allem welche Nachschub selber sammeln. Und nicht nachkaufen, weil das ist teuer. So, wie weit haben wir's? 300. 16 neue Datenbank-Einträge. Irgendwann muss ich die echt auch mal durchgehen. Der Typ war aber echt mal blind, wa? So. Kommen der Sache näher, ne? 130. Ach, guck mal, hier machen sie Picknick im Garten, ha, im Park. Die gehobene Klasse der Gesellschaft. Warnung, während der Untersuchung keine Polizisten töten. Mache ich eh relativ ungern. Da unten ist einer. Ich muss hier noch nach unten wieder. Ich gehe mal mit ihm reden. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Gestehe und erspar uns allen den Ärger. Ich habe nichts getan. So wahr mir Gott helfe. 107H. Wie heißt denn du? Liebe 107H. Miss Evie, wir haben so viel getrunken und jetzt... die ich sei ein Mörder. Och, Nigel. Ich hatte ein paar zu viel und habe mein Zeug verloren. Es ist überall verstreut. Da muss auch ein Messer bei sein. Können Sie es holen, bevor die Polizei es tut? Du da! Halt's mal! Ja, mich hat keiner gesehen. Mich hat keiner gesehen. Gut. Also, während der Untersuchung keine Polizisten töten. Und dann gucke ich mich hier mal um. Polizisten niederschlagen und Beweise vernichten soll ich. Was ist denn das da unten? Das ist eine 47 Meter weit weg. Und ich bin mir nicht sicher, ob das eben, ja, ein Beweis ist oder kein Beweis ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, darf ich da rein? Darf ich da nicht rein? Es ist ein Sperrgebiet. Also das heißt, ich muss mich da drin dann vor Polizisten in Acht nehmen. Oh, da würde ich jetzt echt gerne reinspringen in diesen Korb da, aber okay. Drum, 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 drum. Zerstören steht da schon so schön. Hier dürft mich doch... Hey, ich sehe mich ja gar nicht selber hier. Hier dürft mich ja echt keiner sehen. Gut, ich muss irgendwie dann da runter. Und dann schauen, dass ich, wie heißt so schön? Voilà, da, ich wollte eigentlich da drauf. So, dass ich da dann das Ding zerstöre, allerdings keinen Polizisten töte. Ich darf sie nur bewusstlos schlagen. Das macht das Ganze natürlich etwas, interessanter.
Denn die Jungs werden mich liebend gerne wahrscheinlich auch gefangen nehmen wollen. Das heißt, ich muss hier aufpassen, dass sie mich nach Möglichkeit eben nicht sehen. Von hinten anschleichen und dann die Leute bewusstlos schlagen. Nicht von oben anspringen, denn dann bringe ich sie um. Ich muss mir also wirklich immer schön von hinten anschleichen. Das Ganze macht es interessant. So, Beweis Nummer 1 ist platt. Und es hat keiner gesehen. Das ist schon mal gut. Ich musste keinen niederschlagen. Ich musste keinen töten. Da ist wieder was zum Zerstören. Ein Polizist. Da drüben sind auch welche. Die interessieren mich noch nicht. Der da interessiert mich eher, weil die da drüben, die laufen weit weg rum. Was ich geil finde, ist, ein Hut ist sein Todesurteil. Jungs, hallo, geht's noch? Hier ist kein Eindringling. Ich wollte ihn eigentlich niederschlagen, ne? So. Hallo, ich würde ihn jetzt gern tragen. Oh, trag den mal bitte und schmeiß den ins Heu. Dass er da weg ist, weil da drüben sehe ich gerade einen Kollegen von ihm. Wir wollen ja nicht, dass der Kollege das mitbekommt. Der sich erschreckenderweise auch noch gerade furchtbar genau für diese Beweise da hinten interessiert. Ich bin bei dem halt nicht sicher, ob der hier auch noch zurückkommt und uns stört, während wir uns um den Bullen hier kümmern. Doch, er kommt zurück. Hier ist keiner. Ich traue dieser Frau nicht. Du hast hier nichts zu suchen. Und ich muss mal kurz hier weg. So. Wir verstecken uns mal kurz, dass der ja uns nicht mehr sieht. So, das Verschwinden haben wir schon mal wieder hingekriegt, ne? Hep. So. Erstmal weg, weil der kommt nämlich zurück. Und ich muss ja dem hier dieses ein Beweismittel noch platt machen. Und mich von hinten an ihn anschleichen, um ihn niederzuringen. Mal gucken, wann es am besten geht mit dem Anschleichen. Der andere ist halt auch dummerweise da unterwegs gerade. Wird dadurch das Leben von irgendwem besser? So. Dieser Beweis ist platt. Der Typ schaut gerade dummerweise in meine Richtung und der dann auch. So, jetzt nicht mehr. Er kommt zurück. Was, ich hab den doch zerstört. Okay, da sind also mehrere zu zerstören. Das ist natürlich voll scheiße. Genau. Versteck dich, lieber Junge.
Lalalala. Dein Kollege schläft nur seinen Rausch aus. So. Da kommt er drin, ist dunkler, da kannst du besser schlafen. Alles kein Problem. So, das ist damit auch erledigt. Ich muss noch zwei Leute niederschlagen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich doch dann mal ihn da, weil er auch so schön einzeln steht. Dass ich einfach schon mal drei habe, dann fehlt nur noch einer und ein Beweis. Ivi, stell dich nicht so an. So, mal gucken, welche Richtung er weitergeht. Du spielst wohl gern Spielchen, was? Wie wär's, wenn du in der Zelle weiterspielst? Komm, wie gesagt, da drin kann man viel besser schlafen. Da ist dunkel. So. Und dann muss ich mir den letzten noch angucken. Den letzten schaue ich mir auch an, indem ich lieber erstmal wieder nach oben gehe und mir die Gegend von oben anschaue. So, Polizist Nummer 1, Polizist 2 und 3 und ein Ding da unten. Da ist noch eine vierte. Ja, dann würde ich sagen, ich würde gerne mal darüber mit meiner Seilrutsche und mich dann da von da hinten in den Dings einschleichen. So, wir schleichen uns von dieser Seite hier ein. Oh, der Polizist kommt uns gerade gefährlich nahe für den Plan. Da hinten ist noch einer und da ist was zum Zerstören wieder. Da muss ich also zerstören. Ich muss aber davor unbedingt, davor, noch einen Polizisten niederschlagen. Du wirst ja wohl hoffentlich davor umdrehen, Junge. Sieht gut aus. Lass den mal hier liegen. Das passt schon. So, wir haben also alle Polizisten niedergeschlagen, die wir niederschlagen müssen. Ich muss also nur noch einen Beweis zerstören, der scheinbar da drinnen ist. So, erstmal genauer gucken. Ach, guck mal, eine Kiste. Oh, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Ja, ich gehe da gleich hin. Ich muss nur gerade erstmal hier schauen. Ach du Kacke, den habe ich gar nicht gesehen. Markierst du mir den bitte jetzt ganz dringend? Der da ist gerade noch weg, also sammle ich noch kurz die Kiste ein, weil ich hier gerade bin. So, und jetzt kommt er näher. Wird allerdings seinen Kollegen einfach... Ja, er wird ihn nicht sehen, aber das alarmiert ihn zum Glück nicht. Der wird halt mal kurz pinkeln gegangen sein, der Kollege. Ne? Wenn er jetzt rumliegen würde, wenn ich den nicht versteckt hätte, das wäre dann schlimm. Dann würde er nämlich ihren Kollegen sehen, allerdings nicht so, wie ihn erwartet. Und das erregt dann Aufmerksamkeit. Er geht wieder. Der Typ sieht uns nicht durch die Mauer. Das heißt, ich kann auch dieses Ding... Ach, guck, das Messer. Wegnehmen und zerstören. So, Beweise vernichtet. Den Körper verstecken. Ach Gott, jetzt liegt da hinten noch ein Körper, den ich wegverstecken muss. Ja, aber gut, wenn es keine Leiche mehr gibt, ne? Was sollen sie dann noch...
für einen Fall untersuchen. Ohne Leiche ist es ja kein Mord mehr. So, muss ich nur gucken, wo der da hingeht, weil ich soll ja immer noch keinen töten bei der Untersuchung. Ein toter Polizist ist ja irgendwie, was Aufmerksamkeit angeht, noch schlimmer. So, einmal kurz warten, bis er umdreht. Und wenn er umdreht, schleichen wir hinterher und hauen auch ihn K.O. Dann ist er auch aus dem Weg. So, dann legen wir den wohin, wo ihn keiner sieht, weil da keine Patrouille läuft. So zum Beispiel hier. Schlaf deinen Rausch auf, Junge. Immer diese Polizisten saufen am beim Dienst, ey. So, ich schmeiß nochmal kurz meine Adleraugen an, meine Adlersicht. Ist keiner groß in der Nähe. Das heißt, der Einzige, der mich sehen könnte, wäre er. So, und den nehmen wir jetzt mal mit. Ich habe da hinten irgendwo einen Heuhaufen gesehen. Reicht mir der? Als Versteck. Hier sieht mich jedenfalls gerade keiner. Ich muss nur auf den da hinten aufpassen, dass der sich nicht umdreht, wenn ich die Leiche da reinpacke. Aber das sieht doch ganz gut aus. Komm, hepp, weg damit. Wie, ist der nicht gut genug versteckt? Echt jetzt? Normal klappt das. Lol, zieh ihn einfach wieder raus aus dem Heu. Ach Gott, ich soll ihn da verstecken. Dann muss ich warten, bis der kurz... Ja, gut, er dreht sich um und geht. Das ist wunderbar. Na super, hey, da ist ein Bulle drin, du Idiot. Ja, hey, ist in Ordnung. Ich setze jetzt dem Bullen eine Leiche auf den Schoß. Da fand ich meine Lösung besser. Mit dem Polizeichef reden. Auch das machen wir noch. Und natürlich nach wie vor keine Polizisten töten. Aber die schlafen ja alle nur. Die schlafen nur. Kein Problem. So. Ich gehe hier ganz normal raus. Jetzt bin ich ja hier außerhalb dieser roten Bereiche. Hier sollte man mich eigentlich nicht groß anfallen. Aber ich nehme trotzdem mal die Abkürzung übers Dach, weil mir stehen die Häuser hier im Weg. Lalalala. Ach Gott, ist hier jetzt echt eine Flasche mitten im Weg. Ich lasse sie aber trotzdem erstmal stehen. Wir sind noch nicht in diesem Gebiet eigentlich. So. Wer der Herr Polizeichef? Wir haben da ein Problem. Wer sagt, Sie haben eins. Haben Sie eigentlich irgendwelche Beweise? Was also, Sergeant? Ich glaube, Sie brauchen mindestens eine Leiche. Wir können nichts finden, Inspektor. Sie haben's wieder versaut, Sergeant. Grins, wie sie strahlen kann. Ich finde dieses selbstsichere, zufriedene, ihr habt's verkackt und ich hab gewonnen, Lächeln, so geil. Ne, mir hat das richtig Spaß gemacht hier. Die kriegen auf jeden Fall 5 Punkte, diese Erinnerung. Das war lustig. Das würde ich tatsächlich nochmal machen. So, da ist eine Charles Dickens Erinnerung, genau hier. Empfohlenes Level 4. Echt? Hier mittendrin? Und ich würde Charles Dickens Stockdolch dafür kriegen. Das ist natürlich echt verlockend jetzt, ne? Allerdings, die jetzt noch anfangen. Die jetzt noch anfangen ist ein bisschen nah, weil, naja. Wir haben hier, jetzt schon die zweite Folge mit Evie. Deswegen mache ich das ganz einfach. Nächste Folge soll ja wirklich wieder Jacob drankommen. Ich lasse Charles Dickens jetzt mal, auch wenn es mir ein bisschen schwerfällt, stehen. Schalte da hinten diesen Aussichtsturm frei. Und dann kann ich ja
wieder in seine Nähe reisen. Und wenn ich in seine Nähe reisen kann, kann ich das ja irgendwann mal machen. Pegasus. Du hast dein Pferd Pegasus genannt. Pass auf, dass kein Feuer fängt, du. Wo ist der Dieb? Sie ist der Dieb. Und so, sie haben mich schnell aus den Augen verloren, weil die nie glauben, dass ich so schnell hier hochkomme. Und hüpp. So, schauen wir doch mal, dass wir hier irgendwie hochkommen. Mann, halt, nicht da. Ich will da hoch. Hoch. Kein Todessprung, ich will... Sag mal, warum geht die da immer nur dran vorbei? Ich will hoch! Da, aber die rennt da einfach nur dran vorbei. Jetzt hat... Ah, okay. Ganz vorsichtig, aber ich habe es nach oben geschafft. Und synchronisiere mich mit diesem Aussichts- und Schnellreisepunkt. Schick, schick hier. Die Fabriken und der Qualm sieht aus wie in weiter, weiter Ferne. Das macht's doch hier viel, viel schöner. So, ich habe hier definitiv nichts verloren bisher. Auch hier drüben in der City of London, wo dann irgendwann mal die schönen Verstecke sind, habe ich noch nichts verloren. Nein, ich möchte zurück nach Lambeth. Und dann werden wir mit Jacob hier diese zwei Sachen noch ausnehmen in der nächsten Folge. Hier werde ich jetzt hinreisen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit Jacob auf dem Weg zum, was haben wir hier, der Templerjagd und danach dem Gangquartier. Das sollte, denke ich, in einer Folge drin sein. Bis dann wünsche ich euch einfach mal viel, viel Spaß.